Fast 1 Million Menschen sind weltweit an der Atemwegserkrankung Covid-19 gestorben. Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation könnte die Zahl der Opfer auf 2 Millionen steigen, ehe ein Impfstoff im großen Stil verfügbar ist. 1 Million ist eine furchtbare Zahl. Ich glaube, diese Zahl müssen wir erst einordnen, bevor wir an die Zahl 2 Millionen denken. Es kann eine Menge getan werden, um Menschenleben zu retten, in Sachen Krankheitsschutz bestehender Rettungsmaßnahmen und neuer Methoden. Die eigentliche Frage ist, sind wir gemeinsam vorbereitet, um diese Zahl 2 Millionen zu vermeiden? In Spanien forderte Ministerpräsident Pedro Sánchez die Behörden in Madrid auf, die gesamte Stadt wieder unter Quarantäne zu stellen. Bislang gilt diese Maßnahme in Madrid nur für besonders betroffene Gebiete. Die Stadtverwaltung wies die Forderung des Regierungschefs zurück. Es ist irrsinnig, sagt diese Frau. Wir müssen uns abschotten, aber in der U-Bahn steht man dicht gedrängt wie die Ölsardinen. Wo sind da die 2 Meter Abstand? In Israel traten am Freitag landesweit wieder Ausgangsbeschränkungen in Kraft. Zuletzt waren fast 8.200 neue Ansteckungen innerhalb eines Tages gemeldet worden. Unter anderem dürfen sich die Menschen nicht weiter als 1 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen. In Rio de Janeiro in Brasilien entschieden die Veranstalter bereits jetzt, den Umzug der Samba-Schulen im Rahmen des Karnevals im Februar abzusagen. Ob dieser später nachgeholt wird, ist ungewiss. An den Umzügen nehmen Jahr für Jahr Hunderttausende teil. Ich bin sonst beim Karneval dabei, gehe zu den Straßenumzügen und bin mit einer Samba-Schule unterwegs. Aber jetzt hat die Sicherheit Vorrang, insbesondere für ältere Menschen und solche, die gefährdet sind. Ich bin für die Verschiebung des Karnevals. Brasilien gehört weltweit zu den Ländern, die am stärksten vom Coronavirus betroffen sind. Rund 140.000 Menschen sind in dem Land an Covid-19 gestorben. Das ist nach den Vereinigten Staaten der zweithöchste Wert weltweit.